Ja, herzlich willkommen hier in der Südpfalz-Klinik in Germersheim. Wir befinden uns hier in der Abteilung für psychosomatische Medizin und wir sprechen über das Thema Resilienz und darüber, was uns stark macht. Und dafür haben wir uns natürlich kompetente Ärztinnen eingeladen. Da ist einmal die Chefärztin Frau Dr. Marcella Alther. Sie leitet die Psychosomatik hier in Germersheim. Sie sind Frauenärztin und ärztliche Psychotherapeutin. Und wir haben Frau Eva-Maria Heinemann hier, seit 2004 als Ärztin beschäftigt hier am Standort in Germersheim mit dem Schwerpunkt Bewegung und Musik. Sie sind Klangtherapeutin, sie sind aber auch Yogalehrerin und beschäftigen sich im Moment mit einem wichtigen Projekt, das heißt Kunst heilt. Darüber werden wir später noch sprechen. Und für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie Fragen haben an diese beiden Expertinnen, die stellen Sie bitte in unserem Chat heute. Wir werden zweimal im Verlauf dieses Livestreams die Möglichkeit haben, auf diese Fragen näher einzugehen. Das wird Frau Anne Hegenin machen. Sie wertet die Fragen aus und wird sie stellen an die beiden Expertinnen. Ja, Frau Dr. Alther, Sie haben 2019 diese Abteilung hier mitgegründet, kann man fast sagen, aus der Gynäkologie heraus. Es ist also noch eine relativ junge Abteilung. Ja. Können Sie ein bisschen zur Historie sagen? Wie hat sich das entwickelt? Ja, die Idee war, ein Angebot zu machen für die Menschen aus der Region und auch über die Region hinaus. Und es sollte ein Angebot sein, was, ich sag mal, seelische Erkrankungen, psychosomatische Erkrankungen in einem somatischen Haus behandelt, mit den anderen somatischen Abteilungen außenrum und da gute Vernetzung schaffen zu können. Wie dieses Angebot genau aussieht, das werden wir Ihnen jetzt zeigen. Denn Sie haben ja ein paar Fotos mitgebracht, Frau Dr. Alther, die Sie auch selbst kommentieren. Ja, das ist die Einzeltherapie, die ist ein ganz wesentlicher Bestandteil bei uns, weil gerade auch jetzt in Corona-Zeiten kommt ja doch einfach der Austausch ein bisschen zu kurz. Für uns ist der sehr wichtig. Das ist die Gruppentherapie, das ist mehr so eine Arbeitsatmosphäre. Da werden Hausaufgaben vergeben, Arbeitsblätter ausgeteilt. Da geht es ein bisschen darum, was zu lernen über die Krankheit und selbst zum Experten zu werden. Ja, Gruppentherapie geht auch ein bisschen bewegter. Das ist jetzt in der Klinikkapelle, sind wir wegen Corona hinausgewichen, damit wir den Abstand wahren können. Und da geht es jetzt um Körpererfahrung, das ist jetzt zum Beispiel der Frühsport. Ja, Frühsport geht auch draußen bei jedem Wetter. Das ist die Walking-Gruppe. Das spielt sich hier so auf dem Gelände der Klinik und außenrum ab. Sport geht auch zusammen in Kleingruppen mit den Mitpatienten, die auch sehr gerne alleine losziehen dürfen. Ja, das Gemeinschaft, also gemeinsame Erlebnis wird großgeschrieben. Das hier ist in unserem Klinikgarten. Das war letztes Jahr ein Projekt, wo die Patienten zusammen aus diesen Paletten Gartenmöbeln gebaut haben. Und da können wir uns jetzt noch dran erfreuen und uns treffen. Ja, das ist der Aufenthaltsraum, wo man zusammen fernsehen kann und sich treffen kann. Das ist die Spielecke. Das ist der Raum, in dem wir uns gerade befinden. Da wird sonst Yoga, Heileurythmie und vieles mehr angeboten. Das ist der Entspannungsraum, wo wir verschiedene Entspannungsverfahren anbieten. Ja, das ist die Akupunktur, die auch eine große Rolle spielt bei uns. Das ist der Klangtherapieraum. Das ist jetzt gerade das therapeutische Klavierspielen. Und vorne im Vordergrund sieht man die Musiktherapie-Liege von Frau Heinemann. Das ist unser Kunsttherapieraum, also wir machen Kunsttherapie als geleitete Gruppe, aber sonst steht der Raum auch allen offen, die sich kreativ entfalten wollen und alleine für sich oder zusammen mit den anderen Patienten was arbeiten möchten. Ja, und das ist die Mutter-Kind-Behandlung, die wir hier auch in der Klinik anbieten. Ich denke, da können wir auch einiges bieten, auch aus dem Pflegepersonal mit vielen Kinderkrankenschwestern, die wirklich junge Mütter mit seelischen Belastungen tatkräftig unterstützen können. Ja, und genau in diesen Räumen, die wir jetzt gerade gesehen haben, behandeln Sie eben auch Menschen, deren Resilienz vielleicht nicht so ausgeprägt ist. Sie selbst haben ja in einem Vortrag mal Resilienz als Bewältigungskompetenz
bezeichnet. Was meinen Sie damit genau? Ja, Resilienz ist grundsätzlich die Fähigkeit, mit Belastungen umzugehen. Das kommt ja aus der Mechanik, also aus nach einer Irritation wieder in seinen Ausgangszustand zurückzukehren. Und in der Psychologie sagen wir, dass dem, was uns so begegnet an Belastungen im Alltag oder auch außergewöhnlichen Belastungen, wie wir sie jetzt vielleicht im Moment haben, so zu begegnen, dass wir zumindest mal nicht angeschlagen, vielleicht sogar gestärkt daraus hervorgehen. Nun waren Sie ja seit März 2020, kann man sagen, selbst auch vielen Belastungen ausgesetzt hier in der Klinik. Wir hatten zwei Lockdowns. Gibt es denn Erlebnisse, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind, positiv oder negativ, jetzt während dieser Zeit? Also ich muss mal sagen, ich selbst hatte das Glück, dass sich nicht so viel geändert hat, weil ich durfte noch weiter zur Arbeit gehen, meinen ganz normalen Alltag machen, das war nicht so viel. Aber sehr beeindruckend war, dass am Anfang so viele Menschen Angst hatten und so verunsichert waren und so viel Unterstützung brauchten. Und vielleicht für mich war es schwierig, diesen ständigen neuen Anforderungen zu begegnen. Teilweise gab es so Zeiten, wo man morgens nicht wusste, was einen erwartet, was jetzt wieder für eine Vorschrift ist, wie wir das jetzt wieder umstellen können und wie wir unter diesen ganzen Umstellungen trotzdem noch ein gutes Angebot für die Patienten machen. Frau Heinemann, was waren Ihre Erlebnisse, die in Erinnerung geblieben sind? Also ich kann mich da gut anschließen, dass es für mich persönlich insgesamt wenig Einschränkungen gab durch die berufliche Situation, dass ich aber beobachtet habe, zum einen sehr viel Angst und in dieser ersten Zeit erstmal eine gewisse Entspannung, weil das Rad so ein bisschen stillgestanden ist, aber die Länge der Zeit die Menschen doch sehr geschwächt hat. Auch die Nichtüberschaubarkeit des Endes, das beobachte ich, dass das für viele Menschen sehr schwierig ist. Sie sagen, dass Sie sehr viel Angst beobachtet haben, Frau Dr. Altherr. Haben Sie das auch beobachtet, dass die Pandemie die Menschen zunehmend unter Stress gesetzt hat und dass das auch natürlich Einfluss auf die Resilienz hatte? Ja, das kann man schon sagen. Also ich glaube, viele Menschen sind sehr gut damit umgegangen. Für viele hat es vielleicht sogar am Anfang eine Erleichterung bedeutet, aber die Länge der Zeit und dass so viele Dinge weggefallen sind, die die Menschen sonst stabilisieren, das merkt man jetzt schon. Also viele Leute wissen ja so in etwa, was sie brauchen, um stabil zu bleiben, auch in belastenden Zeiten. Wenn ihnen das aber alles nicht möglich ist, weil die Sportstudios zu haben, sie ihre Freunde nicht treffen können, die Kinos geschlossen sind, sie nicht zum Singen gehen dürfen, dann wird es zunehmend schwierig, auf diese Dinge zurückzugreifen. Und dann habe ich so den Eindruck, macht sich manchmal so ein bisschen so eine Lethargie und Mutlosigkeit breit. Jetzt wissen wir aus Umfragen, aus Studien, dass Frauen stärker von der Corona-Krise betroffen waren als Männer. Wie haben Sie denn jetzt den Frauen, die hier waren, die bei Ihnen Hilfe suchten, gezeigt, wie sie konstruktiv mit Angst und Verunsicherung umgehen können? Ja. Also zunächst muss man mal sagen, Frauen sind von Natur aus resilienter. Das ist nachgewiesen. Auf der anderen Seite sind Frauen wahrscheinlich belasteter auch gewesen die letzte Zeit. Denn Frauen tragen nun mal bei uns die Last des Alltags. Und alles, was es an Veränderungen gab, ist vielleicht mehr an den Frauen hängen geblieben. Das heißt, die ganze Versorgung zu Hause, die Wäsche, die mehr wurde, die Angehörigen, die versorgt werden mussten, das Homeschooling, was organisiert werden musste. Und das haben wir schon bemerkt. Und Frauen haben vielleicht verlieren oft so ein bisschen aus dem Blick vor lauter Sorge für die anderen auch mal an sich selbst zu denken. Und ich glaube, das ist etwas, was wir hier in der Klinik gut fördern können. Zu gucken, was man selber braucht und zu gucken, dass man es bekommt. Jetzt entwickeln wir ja als Menschen immer mehr Schutzfaktoren, um mit psychischen Belastungen trotz der vielen Risiken, die es ja nun mal gibt, gut umgehen zu können. Das sind zum Beispiel Stabilität in den familiären Verhältnissen, aber auch in den schulischen als externe Faktoren. Wenn man jetzt an die internen Faktoren denkt, beispielsweise, dass man seine Emotionen und Handlungen unter Kontrolle bekommt. Was sind denn das für Schutzfaktoren, die es da zu erlernen gilt? Ja.
Also die Emotionskontrolle hatten Sie ja schon gesagt. Und dann scheinen Menschen resilient zu sein, die einerseits extrovertiert und offen sind, die Lust haben, was Neues auszuprobieren, die ihre Kreativität ausleben, aber auf der anderen Seite auch Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und sehr sozial denken, sich auch um die anderen kümmern und ein bisschen so in Beziehungen denken. Jetzt wissen wir aus der Forschung, dass 50% der Persönlichkeit angeboren sind. Da kann man also nichts mehr ändern. Aber es gibt auch eben diesen Teil, der veränderbar ist. Wie gehen wir denn damit um? Was lernen wir da? Ja, 50% ist ja schon recht viel. Und wir können immer wieder schauen, dass wir diese Faktoren immer wieder stärken und immer wieder betonen. Und schon schauen, wie wir uns selber immer wieder helfen, Lösungen zu finden. Frau Heinemann, Sie haben viel mit Gruppen zu tun. Sie arbeiten mit Gruppen und man kann sagen, dass die Resilienz besonders dort ausgebildet wird, besonders stark ausgebildet wird, wo gemeinsame Werte geteilt wird. Und da bieten sich natürlich jetzt beispielsweise Musik, Tanzen an. Das sind gemeinsame Werte in der Ästhetik, in der Kunst. Wenn man jetzt gemeinsam tanzt, was passiert denn da eigentlich geistig, seelisch und auch körperlich? Sie sind ja dabei, das auch mit zu begleiten und zu erforschen. Also es entsteht zunächst mal ein Gemeinschaftsgefühl. Man schwingt sich aufeinander ein, man schwingt miteinander und das verbindet. Und das lässt sich eben auch wissenschaftlich nachweisen, indem man zum Beispiel per Hirnstrommessung die Hirnströme misst und die sich dann nach einer Weile aufeinander einschwingen. Das Gleiche kann man belegen mit der Herzratenvariabilität, die sich auch verändert und letztlich auch subjektiv die Stimmung. Wenn man miteinander gesungen oder getanzt oder sich miteinander bewegt hat, dann geht man anders miteinander um, als wenn man das nicht tut. Ja, das ein Beispiel ist, wenn man vor Konferenzen oder vor Sitzungen erstmal gemeinsam gesungen hat, dann geht man anders in diese Sitzungen hinein, als wenn man das nicht macht. Jetzt haben wir ja seit mehr als einem Jahr nicht mehr die Möglichkeit gehabt, gemeinsam zu musizieren, gemeinsam zu tanzen. Kann man denn sagen, dass da jetzt Resilienz nicht ausgebildet worden ist? Oder hat dieser Verzicht auf ein Jahr Gemeinschaftserlebnis keine bedeutende Rolle gespielt? Also es hat mit Sicherheit eine große Rolle gespielt. Da kommt es wieder darauf an, auf die individuelle Fähigkeit, mit einer solchen Situation umzugehen. Aber insbesondere Gruppen, die ansonsten wenig Ansprache haben, zum Beispiel die Menschen in Altersheimen oder in anderen Gemeinschaftseinrichtungen, die sehr isoliert wurden, für die hat es massive Folgen gehabt. Und jetzt auch wieder zurückzufinden in das Gemeinschaftsgefühl mit der großen Verunsicherung ist nicht ganz so einfach, weil die Zeit eben so lange andauert. Und sich zu spüren, den anderen zu spüren und da auch wieder das Miteinander zu finden, das ist jetzt die Aufgabe, die wir jetzt haben mit den neuen Bestimmungen, neuen Lockeren, wo wir wieder zurückkommen. Denn es ist ganz wichtig, dass wir nicht da verharren in der Individualisierung und Erstarrung, sondern dass wir jetzt auch wieder den Umschwung ins Miteinander finden. Wenn Sie jetzt mit Ihren Patienten arbeiten, auf welche Leiden stoßen Sie dann am häufigsten, die Sie dann ja auch zum Beispiel mit Klangtherapie behandeln? Also das sind vielfältige Leiden von somatischen Störungen, aber häufig auch eben Burnout, depressive Verstimmung. Und das hat jetzt in dem Jahr nachweislich auch zugenommen. Insbesondere auch bei jungen Leuten, bei Studenten, die nur Online-Unterricht hatten. Da spielt die Digitalisierung, die jetzt so sehr vorangeschritten ist, auch eine Rolle, die in eine Isolation gekommen sind, die sie sich nicht ausgesucht haben. Und mit der Klangtherapie kann man die Menschen wieder dahin führen, sich zu spüren und auch eine Empfindung von Geborgenheit in sich wieder wachzurufen und gehalten sein auch. Das versuchen Sie ja auch, Frau Dr. Alter, mit Ihren Patienten. Sie benutzen in Ihrer Arbeit häufig das Resilienzmodell von Micheline Rampe, einer deutschen Psychotherapeutin.
Da gibt es 7 Faktoren, die dabei helfen sollen oder können, Resilienz auszubilden. Dazu gehören unter anderem Lösungsorientierung, Optimismus und Akzeptanz. Können Sie diese 3 Faktoren mal genauer beschreiben? Ja, das kann man zusammenfassen unter proaktive Grundhaltung. Und es geht letztendlich darum, einerseits den ganzen Belastungen mit Optimismus entgegenzutreten, also sich selber zu sagen, das wird wieder, es ist nicht alles nicht so schlimm, ich finde eine Lösung, irgendwann wird es vorbeigehen, nichts bleibt ewig. Das ist eine resilienzfördernde Haltung. Auf der anderen Seite brauchen wir sowas wie Akzeptanz. Also Akzeptanz ist das etwas annehmen, so wie es ist. Das ist uns meistens nicht so gegeben, aber wir können das üben. Es geht immer wieder darum, sich klar zu machen, dass wir nicht immer ankämpfen müssen gegen die Dinge. Also es sind ja oft nicht die Dinge selber, die uns so stören, sondern die damit verbundenen Gedanken und Gefühle. Und wir können mal letztendlich unsere eigenen Waffen, die wir auffahren, niederlegen und das einfach so lassen, wie es ist und nichts tun. Und der letzte Punkt ist da wieder das exakte Gegenteil, nämlich zu schauen, wo können wir was tun und wo können wir eine Lösung finden und das dann auch beherzt anpacken. Ja, und auch für Ihre Fragen werden wir jetzt eine Lösung finden, denn es haben sich wahrscheinlich schon einige im Chat angesammelt und Frau Hennegien wird die jetzt für uns auswerten und an die beiden Expertinnen stellen. Ja, also vielleicht zuerst an die Frau Heinemann. Eine Frage, die kam, war, ob es gesünder ist, Musik zu hören oder Musik selbst zu machen? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Da läuft im Moment auch eine Studie an der Universitätsklinik Mannheim, in der man vergleicht, Musik, definierte Musik über einen Kopfhörer zu vermitteln und eben zu messen, wie verändern sich die Herz-Kreislauf-Parameter und die Herzratenvariabilität verglichen mit da auch Patienten, die selbst musizieren. Beim Selbstmusizieren geht es in diesem Bereich aber nicht darum, dass man jetzt ein Instrument sehr gut beherrscht, sondern dass man auf einfachen Instrumenten Klang selbst erzeugt oder eben auch mit der Stimme ins Singen wieder reinkommt. Denn das Singen ist ja das Natürlichste, was uns mitgegeben ist, von Anfang an eigentlich. Mhm. Eine Frage an die Frau Dr. Alther. Es wurde mehrmals nachgefragt in die Richtung, für welche Altersgruppen eine Therapie hier geeignet wäre. Also ob zum Beispiel auch ein 80-Jähriger, eine 80-Jährige hier 4 Wochen Therapie mitmachen kann. Ja, das funktioniert sehr gut. Wir sind sehr offen für alle Altersgruppen. Im Grunde von 18 bis Ende ist offen. Ich sage mal, im Schnitt sind die Menschen zwischen 45 und 50, aber wir haben schon 17-Jährige hier gehabt und auch schon Menschen, die weit über 80 waren und das hat gut funktioniert. Eine weitere Frage, die würde ich zusammenfassen, weil da kamen mehrere zu der Rubrik, ist, wie man denn einem Angehörigen weiterhelfen kann, der jetzt zum Beispiel während Corona verstärkt Belastungen hatte. Da könnte man vielleicht den Faktor Netzwerkorientierung, das ist auch so ein wichtiger Resilienzfaktor, dazu nehmen. Es ist wichtig, wenn es alleine nicht geht, sich helfen zu lassen und zu gucken, wo bekomme ich Hilfe her. Und das ist ein wichtiger Faktor, um gesund zu bleiben, aber auch um wieder gesund zu werden. Und vielleicht ist es wichtig, den Angehörigen das zu vermitteln. Noch eine Frage an die Frau Heinemann. Gibt es denn bestimmte Musikfrequenzen, die für bestimmte körperliche Leiden am besten geeignet sind? Ja, das ist jetzt auch wieder ein Forschungsgebiet. Da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Auffassungen zu. Es geht da um die Frage der 432-Hertz-Stimmung, wo man sagt, das ist die natürliche Stimmung des Menschen. Meine Erfahrung ist, dass es weniger abhängig ist von der tatsächlichen Schwingungsfrequenz als davon, dass man überhaupt ins Tun, ins Musizieren und ins Aufnehmen von Musik kommt. Als dass man jetzt akademisch sagt, das muss die und die Schwingungsfrequenz haben, damit es eine Wirkung hat. Aber es gibt unterschiedliche Frequenzen, die habe ich auch zum Beispiel in den Stimmgabeln. Und man kann damit gezielt und bewusst arbeiten, wenn man jetzt
da eine Ahnung von hat, dass vielleicht eine Frequenz besonders wirksam ist. Und ganz besonders tragend kommt es zum Beispiel bei Patienten mit Tinnitus. Die können bestimmte Töne einfach nicht gut aushalten. Das probiere ich da auch immer aus, das Spektrum zu schauen, was tut dem Menschen gut und was tut ihm weniger gut. Und das ist auch sehr individuell. Manche können die hohen Töne nicht aushalten, manche können die tiefen Töne nicht aushalten. Das ist immer individuell anzupassen. Dann vielleicht noch eine Frage an die Frau Dr. Altherr. Gibt es denn gesellschaftliche Faktoren, die die Resilienz positiv oder auch negativ beeinflussen können? Ja, das ist auch eine gute Frage. Es scheint so zu sein, dass kollektivistische Gesellschaften resilienter sind. Also wir sind ja alle eher so ein bisschen auf eine individualistische Gesellschaft und aber der Zusammenhalt scheint ein sehr, sehr wichtiger Faktor zu sein. Und das ist vielleicht für uns im Moment eher ein bisschen belastend oder nervt uns manchmal, dass wir so viel auf die anderen achten müssen. Aber letzten Endes macht uns das als Gesellschaft stärker. Nehmen wir an, das war die letzte Frage. Ja, dann vielen Dank, dass Sie so zahlreich Ihre Fragen gestellt haben. Wir haben dann im zweiten Teil nochmal die Möglichkeit, auf Ihre Fragen einzugehen. Zunächst aber machen wir eine Pause von 5 Minuten und in dieser Pause können Sie sich weitere Eindrücke hier aus der Psychosomatik in Germersheim anschauen. Wir haben nämlich einen kleinen Film, eine Präsentation für Sie vorbereitet. In 5 Minuten sehen wir uns dann wieder und wir freuen uns dann auf weitere zahlreiche Fragen von Ihnen. Bis später. Ja, herzlich willkommen zurück zu unserem Gespräch über Resilienz mit Frau Dr. Altherr und Frau Heinemann hier in der Südpfalz-Klinik in Germersheim in der Psychosomatik. Frau Dr. Altherr, lassen Sie uns doch jetzt mehr über die praktische Arbeit sprechen. Sie sagen ja, bei der Behandlung ist der ganzheitliche Ansatz sehr wichtig. Sie fassen den Menschen ganzheitlich in den Blick. Wie sieht denn das genau aus? Ja, ganzheitlich ist ja so ein, ich sag mal, strapazierfähiger Begriff. Aber was wir damit meinen, ist, dass wir nicht nur den Körper angucken und nicht nur, ich sag mal, die Psyche angucken, sondern dass wir versuchen, möglichst viel davon miteinander zusammenzubringen. Und das heißt, wir haben ein sehr breites Therapieangebot, wo es immer wieder darum geht, einerseits für den Körper etwas Gutes zu tun, damit es der Seele besser geht, aber andererseits auch der Seele was Gutes zu tun, damit sie sich besser um den Körper kümmern kann. Und das ist jetzt etwas sehr Individuelles, das heißt, nicht jeder Mensch braucht das Gleiche. Deswegen versuchen wir immer bei der Aufnahme mit allen Patienten ein ganz eigenes Therapiekonzept zu erstellen und zu schauen, worauf sprechen die gut an und was brauchen die. Das heißt, wir nehmen uns sehr viel Zeit, erstmal eine Therapie zu besprechen und wir machen dann einen hoffentlich ausgewogenen Mix aus Bewegung, Entspannung, Einzeltherapien, aber auch Gruppentherapien, wo es ganz speziell um die Störung geht, die, über die der Patient klagt. Aber es geht auch darum, darüber hinaus auch den Körper ein bisschen anzuschauen und vielleicht da, wo es nötig ist, auch körperliche Untersuchungen zu machen, eine medikamentöse Behandlung anzufangen und so alles im Blick zu haben. Das verstehen wir unter ganzheitlich. Sie haben es gerade gesagt, Körper und Seele in Einklang bringen. Frau Heinemann, das ist ja auch Ihr Ziel bei der Klangtherapie. Sie haben uns jetzt hier ein paar Instrumente mitgebracht, die Sie uns auch vorführen können. Dann sind wir jetzt gespannt, was Sie uns zeigen. Ja, ich möchte einführend erstmal die unterschiedlichen Ansätze in der Klangtherapie kurz darstellen. Man hat zum einen die Möglichkeit, den Klang über Instrumente, aber auch über die Stimme sozusagen über den Menschen oder in den Menschen hineinzugießen. Da ist der Patient in der Passivität und nimmt nur auf. Und das ist besonders wirksam dann, wenn Menschen so erschöpft sind oder in einer depressiven Episode, dass sie gar nicht mehr imstande sind, etwas selbst in die Hand zu nehmen. Und der andere Ansatz ist, mit den Patienten zu musizieren oder sie auch selbst musizieren zu lassen. Und das eben mit ganz einfachen Klängen, die keine musikalischen Vorkenntnisse, wofür man keine musikalischen Vorkenntnisse braucht.
Und eine Möglichkeit ist eben auch Instrumente, die naturnahe Klänge erzeugen. Und da habe ich hier die Ocean Drum. Die verwende ich auch oft in meinen Yogakursen zur Abschlussentspannung. Und baue dann erst Bilder auf, also Imaginationen zum Beispiel von Liegen am warmen Strand in der Sonne im Meer. Und dann wird das Klang unterstützt, das Bild. Ja, man muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu wild wird, das Meer. Also muss dann entsprechend achtsam auch mit dem Instrument umgehen. Und ja, Sie haben noch was mitgebracht. Ich habe noch was mitgebracht. Das sind ja hier ein Teil und das ist ein ganz einfaches Instrument auch, mit dem man den Patienten dazu bringen kann, dass er selbst mal ein paar Klänge erzeugt. Das ist jetzt hier auf A-Moll gestimmt und man kann nichts falsch machen. Das ist das Gute für die Patienten. Da kommt es dann einfach auch zu einem schnellen, ja, wie Erfolgserlebnis. Ich kann da was erzeugen, das klingt schön und das beruhigt mich, aber es macht mir auch Freude. Und Sie haben einen Klangstuhl mitgebracht, etwas ganz Besonderes mit einer Patientin, die Sie gerade behandeln. Diese Patientin möchte allerdings anonym bleiben, da bitten wir um Verständnis drum. Zeigen Sie uns doch mal, was Sie da jetzt machen können. Genau, das ist der... Der Klangstuhl, der hat im Kern ein Instrument, ein Saiteninstrument. Der Vorteil ist, dass man den auseinanderbauen kann, damit ist er transportabel und dass man das Instrument tauschen kann, eben in verschieden gestimmte Instrumente. Die Frage war ja eben im Chat, da kann man ausprobieren, mit welcher Stimmung sich der Patient am besten fühlt. Und ich werde das jetzt einfach mal zeigen. Das Besondere ist, dass der nicht nur die Schwingung, sondern auch der Klang und die Schwingung durch den ganzen Körper durchgeht, weil der Rücken direkt mit dem Instrument im Kontakt ist. Ja, wie ging es Ihnen denn jetzt damit? Ja, das ist einfach fantastisch. Das war einfach ganz neu. Phase für mich, weil ich kannte das nicht und viele Patienten haben davon geschwärmt und hatte großes Glück, dass ich nur eine Woche Wartezeit hatte und ab da habe ich mich einfach nur auf den Donnerstag gefreut. Diese Klänge gehen dann durch den ganzen Körper von Kopf bis Fußspitze und dann hat man das Gefühl, dass man einfach die Weite spürt und die Ängste hinter sich lassen kann und dass man einfach tief in sich schauen kann und in sich ruhen. Und dann ist es egal, wie der Tag vorher war oder was danach kommt, aber den Moment kann man für sich behalten. Ja, das war sehr bereichernd für mich. Ja, gab es noch andere Therapien, die Sie hier erlebt haben, die Ihnen besonders gut getan haben? Ja, zum Beispiel Heilrhythmie habe ich ja auch zum ersten Mal kennenlernen dürfen.
Oder zum Schluss von meinem Aufenthalt hat ein Projekt gestartet mit Klavierspielen. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, weil ich nicht wirklich was mit Musik am Hut hatte und schon gar nicht mit Instrumenten spielen. Aber dann habe ich es einfach ausprobiert und es war so eine große Freude und ich konnte mich dann auch besser konzentrieren. Ich wollte auch unbedingt, dass dieser Klang auch schön wird und dass es so ein Miteinander und wieder so aktiv werden, einfach sich freuen dürfen, dieses Gefühl wieder erleben zu dürfen. Das war einfach sehr schön. Hätte ich nicht erwartet, aber hat mich sehr mitgenommen. Also kann man sagen, das Musizieren hat Sie wieder in die Aktivität gebracht, ein Stück weit? Ja, also es ging mir sehr schlecht. Dann war eine Medikamenteneinstellung notwendig und mit gesamten Programm ging es mir dann zunehmend besser. Aber ich glaube, so das, was mich stabilisiert hat, war tatsächlich die Klangtherapie und diese aktiv werden, wieder ins Leben kommen, hat das auch sehr, sehr unterstützt. Das war so wie ein Impuls. Vielen Dank. Da bin ich sehr dankbar. Ja, vielen Dank Ihnen. Ja, da haben wir jetzt ganz viel Begeisterung herausgehört und natürlich für Sie auch ein großer Heilungserfolg dann. Aber wie oft kommt es denn vor, dass ein Patient vielleicht mit so einer Art von Therapie gar nichts anfangen kann? Also in dieser Zeit, seit ich hier mit der Klangtherapie arbeite, seit Gründung der Klinik 2019, also der Abteilung, ist es tatsächlich vorgekommen, dass zwei Patienten überhaupt nichts damit anfangen konnten. Es kommt schon mal vor, dass es am Beginn etwas beunruhigt, das ist auch neu, man weiß nicht, was da passiert. Aber ich bemühe mich dann zum einen, den richtigen Ton zu finden. Das ist ja sowieso auch sowas, was im Leben gut ist, dass man den Ton trifft und auch das Instrument zu wählen. Und manchmal ist es auch wie so ein, am Anfang ist eine Anspannung und dann kommt erst das Loslassen und dann wird es angenehm empfunden. Und für die Patienten, die zum Klang und zur Musik keinen Zugang haben, da haben wir ja andere Angebote. Sie sagen es gerade, was sind denn noch so Therapiemöglichkeiten, die Sie anbieten oder beziehungsweise Projekte, an denen Sie auch arbeiten? Sie machen ja viel mit Bewegung und Klang. Sie werden dabei unterstützt von einem Kirchenmusiker aus Heidelberg. Ihr wichtigstes Projekt, haben Sie gesagt, das ist Kunst heilt. Können Sie darüber etwas erzählen? Worum geht es da? Ja, das Projekt haben wir jetzt eigentlich gerade jüngst ins Leben gerufen, aus der Erkenntnis auch, dass neben Körper und Seele auch der Geist angesprochen werden möchte. Und wir haben ja in den letzten Monaten beobachten können, was passiert, wenn man da abgeschnitten wird. Es gab keine Konzerte mehr, in den Gottesdiensten durfte, wenn Gottesdienste überhaupt stattgefunden haben, durfte nicht gesungen werden. Und es ist eine massive Reduzierung dieser Kraftquellen erfolgt. Und das hat uns impulsiert dazu, hier im Kleinen zunächst zu beginnen, seit der Adventszeit mit regelmäßigen Veranstaltungen Wort und Klang mit dem Musiker Herrn Christian Kurzahn aus Heidelberg. Und das würden wir gerne ausbauen, um den Patienten noch eine zusätzliche Möglichkeit der Stärkung zu bieten. Und das kann über das Musikalische hinaus auch Literaturlesungen sein oder auch Theaterprojekte. Ja, für solche Projekte, die auch so etwas wie Pionierarbeit darstellen, braucht es ja immer viel Geld. Wie finanziert sich so etwas? Also es gibt einen Verein, das Medizinseminar, den gibt es hier an der Klinik schon seit vielen Jahren, ich glaube seit 1995. Und der hat in den letzten Monaten diese Spezialprojekte mitgetragen. Ich habe jetzt auch eine Initiative über Better Place, da kann man das finden, unter Kunst heilt. Es wäre auch schön, wenn wir zum Beispiel ein etwas besseres Instrument anschaffen können, weil wir im Moment doch mit sehr einfachen Mitteln das verwirklichen. Und zum Beispiel ein Flügel wäre etwas, was für uns und unsere Patienten sehr schön wäre und das kann man da finanziell unterstützen. Ja. Ja, ich gebe das mal an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer weiter. Wer also diese wichtige Arbeit vielleicht sogar unterstützen möchte, ist jederzeit herzlich willkommen. Und ich hoffe, wir haben jetzt noch viele, viele Fragen von Ihnen bekommen, die Frau Hennegien dann auswertet. Was haben wir denn noch zu beantworten?
Ja, also da ist einiges zusammengekommen. Zunächst gab es mehrmals die Frage an die Frau Heinemann, ob Sie nochmal die Instrumente benennen könnten, die Sie vorgestellt hatten. Ja, genau. Das war zum einen die Ocean Drum eben und dieses kleine Instrument ist eine Sansula. Ja, was man hier noch sieht, ist eine Kantele, die ist pentatonisch gestimmt. Das bedeutet, dass auch jeder Ton mit jedem harmoniert. Da können die Patienten auch selbst mitarbeiten. Die Stimmgabeln, die werden aufgesetzt und dann geht die Schwingung auch durch den Körper hindurch. Und dann sind noch kleinere Sachen wie die Triangeln und die Klangstäbe. Ja, das Glockenspiel erklärt sich, glaube ich, von selbst auch. Und der Klangstuhl, der ist tatsächlich auch regional gefertigt. Der wird in der Nähe von Heidelberg auch in einer Werkstatt die Instrumente bauen, die heißen Klangkörper. Da gibt es auch Klangliegen. Das ist dann auch nochmal sehr besonders. Aber der Klangstuhl hat eben das Besondere, dass er sehr transportabel und flexibel ist. Und als Anschlussfrage kam eine sehr konkrete Frage im Chat, nämlich ob Schizophrenie ein Ausschlusskriterium ist für so eine Klangtherapie. Ja, es ist, ich führe bei den Patienten vor der ersten Behandlung immer ein kurzes Gespräch, um auch abzuspüren, ob es Auslöser gibt, die zum Beispiel auch in dissoziative Zustände führen können. Das kann ja zum Beispiel auch ein Lied sein, das verbunden ist mit einem traumatischen Erlebnis. Und dann muss man da sehr achtsam und vorsichtig sein. Ich würde aber nicht von einem Ausschlusskriterium sprechen, sondern einem wirklich achtsamen, sensitiven Herantasten an die Ausgangssituation. Und man kann ja sofort abbrechen auch. Ja, also da spüre ich immer sehr ab, was benötigt der Patient. Und was kann ich ihm Gutes tun? Es kamen auch mehrere Fragen an Sie, Frau Dr. Altherr, zu dem Aufenthalt hier. Also ich versuche es ein bisschen zusammenzufassen. Es geht vor allem darum, wie man hierher kommen kann. Also muss der Hausarzt zum Beispiel überweisen? Und ist es ambulant oder eine stationäre Therapie? Und wenn stationär, was bedeutet es dann für die Patienten? Ja. Man kann zu uns kommen, indem man sich vom Hausarzt, vom Facharzt, vom niedergelassenen Psychotherapeuten eine Einweisung für stationäre Behandlung besorgt, indem man hier anruft oder uns kontaktiert und einen Termin zum Vorgespräch ausmacht. Dann setzen wir uns zusammen, meistens mit mir, und schauen, was das Ziel sein soll und machen einen Aufnahmetermin aus. Dann gehen wir im Allgemeinen von einer stationären Dauer so von circa 4 Wochen aus. Manchmal ist es ein bisschen weniger, manchmal brauchen wir ein bisschen länger. Wir können hier nur stationäre Behandlung anbieten. Das heißt, Patienten kommen hierher und schlafen in der Klinik. Aber wir haben ein sehr offenes Konzept. Das heißt, außerhalb der Therapien kann man die Klinik jederzeit verlassen. Und wir machen auch sogenannte Belastungserprobungen, wo man übers Wochenende oder teils auch unter der Woche mal nach Hause darf. Dann kam auch noch eine Frage zur Resilienz. Wie ist es denn? Wird man resilienter, je mehr Probleme man bewältigt hat? Das ist auch eine gute Frage. Kann ich so gar nicht sagen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es gut ist, wenn man merkt, man ist gestärkt rausgegangen, man hat etwas geschafft. Und das ist ja auch etwas, was Optimismus letztendlich stärkt. Die Idee, ja, wenn ich das geschafft habe, dann werde ich das nächste wahrscheinlich auch schaffen. Und das macht sicherlich viel Zuversicht. Aber auf der anderen Seite hinterlassen ja viele Probleme ja auch Spuren. Und möglicherweise kann sich das auch irgendwann mal, wenn es zu viel wird, nachteilig auswirken. Vielleicht auch eine Frage an Sie beide. Wie wirkt sich denn Klangtherapie auf Resilienz aus? Oder gibt es sicher irgendwelche Studien, die sagen, welche Immunfaktoren jetzt durch den Klang aktiviert werden?
Also meine Erfahrung hier ist, dass es ist einfach zu sehen, wie es Patienten zum Beispiel besser geht. Und ich habe es auch selber schon erfahren. Das ist ein ganz eigener Zugang so zum eigenen Körper und zum eigenen Erleben. Und so dieses, einen Moment mal, ich sage mal, die große Maschine, die hier oben immer rattert und versucht, Probleme für uns zu lösen, mal völlig wegzulassen und sich ganz dem Augenblick zu überlassen. Ich glaube, das ist etwas, was einen sehr stärkt. Und ich denke, dass das uns indirekt dann auch wieder stärker macht, mit Problemen umzugehen. Also wenn ich das ergänzen darf noch, was die Patientin eben beschrieben hat, dieses, dass man ein Gefühl mitnimmt, dass man jederzeit auch wieder sich hochholen kann. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, dass die Klangtherapie eben auch nachhaltiger ist, dass sie nicht nur im Moment wirkt, sondern dass man das wie in sich erinnern kann. Und ganz konkret entspannt es eben das autonome Nervensystem. Und man kommt raus aus diesem entweder total in der Erstarrung sein oder total in diesem ich muss rennen, in einen sozusagen mittleren Zustand, der Wohlbefinden auslöst. Und das fördert dann auch die Resilienzfähigkeit. Und dann noch eine Frage an die Frau Heinemann. Fördert denn eher Dur oder Moll die Resilienz bzw. die Entspannung? Das ist ja auch eine sehr spannende Frage. Wir haben ja hier diese einfachen Klänge in Moll gehört. Dur und Moll sind einfach, haben einfach zwei unterschiedliche Charaktere. Und beides ist etwas, was unser Leben prägt. Das Dur ist das erstmal Hinausgehen, eine Stimmung, die nach außen geht, und das Moll, die Moll-Stimmung, die zieht etwas zusammen. Aber beides ist wichtig, dass man auch Rückzugsräume hat, sodass man jetzt nicht sagen kann, das oder das, sondern dass da wieder individuell zu schauen ist, was braucht der Mensch in dem Moment. Und ganz besonders ist es beim Singen bei den russischen Liedern. Die sind oft in einer Mollstimmung, aber die sind sehr seelenhaft und wirken oft sehr wohltuend. Ja, das kann ich vielleicht auch noch ergänzen. Das ist ja immer oft ein großes Thema in der Therapie, oder wir alle haben vielleicht oft so den Wunsch, dass wir nur positive Gefühle haben dürfen. Es muss immer alles schön sein, wir wollen uns immer freuen können und alles muss gut sein. Und dass wir alles, was wir so unter negativ konnotieren, also alle schmerzlichen Gefühle und belastenden Gedanken, nach Möglichkeit los sein wollen. Und das ist eine der vielleicht der Erkenntnisse, die man in der Therapie so gewinnen kann, dass beides in Ordnung ist und beides zum Leben gehört. Auch nochmal eine resilienzbezogene Frage an die Frau Dr. Altherr. Ist Resilienz denn erblich und wenn ja, zu welchem Anteil? Ja, wie gesagt, Resilienz ist ja eine Fähigkeit, mit Belastungen umzugehen. Und es gibt bestimmt Gene, die uns dazu befähigen, also die uns vielleicht als optimistischer auf die Welt kommen lassen oder als ängstlicher oder als depressiver oder zaghafter. Insofern mag das schon sein, eine gewisse Erblichkeit gibt. Aber wie gesagt, die Persönlichkeit ist ja auch nur zu 50% angeboren. Der Rest ist etwas, was wir erlernen können. Eine weitere Frage bezog sich auch auf das Angebot hier in der Klinik, und zwar, ob hier Traumatherapie angeboten wird. Ja, also wir haben jetzt kein spezielles Curriculum in dem Sinne für Traumatherapie, aber unsere Therapeuten sind darin ausgebildet und wir machen ganz spezielle Angebote für Traumapatienten. Wir besprechen das immer im Einzelnen, was ist jetzt gerade dran und was ist wichtig, und wir versuchen immer das ganz individuell mit den Patienten auszumachen. Dass ich ja auch mit Yoga-Gruppen hier arbeite und über Bewegung auch, also die Bewegung in der Traumatherapie auch eine große Rolle spielt, dass ich erlebe, dass wenn ein gutes Körpergefühl wieder erfahren wird, dass sich dann der Umgang mit den Traumata nicht auflösen, aber sich auf jeden Fall verbessern kann. Vielleicht noch als letzte Frage. Zum einen gibt es eine Warteliste für einen Platz hier in der Klinik, und zum anderen, was kann ein Zeichen sein, dass es nötig ist,
einen Aufenthalt wahrzunehmen? Also wir machen Termine aus. Das heißt, das wird individuell vereinbart. Warteliste in dem Sinne haben wir nicht, sondern wer in die Klinik kommen will, der bekommt auch relativ schnell einen Aufnahmetermin. Wir sind ja eine Akutklinik und das heißt, bei uns soll man schnell geholfen kriegen. Und das andere ist, was ist ein Anzeichen, dass man Hilfe braucht? Meistens ist es so, dass erstmal ist es gut festzustellen, dass ich überhaupt Hilfe brauche. Dann habe ich schon mal einen wichtigen Resilienzfaktor aktiviert, der ist Netzwerkorientierung. Das heißt, ich suche mir Möglichkeiten, wer kann mir denn jetzt mal weiterhelfen? Dann versuche ich meistens erstmal ambulant unterzukommen. Und wenn ich dann feststelle, entweder das reicht nicht, was mir ambulant geboten wird, oder ist nicht erhältlich, dann ist es immer sinnvoll, sich auch mal in eine stationäre Behandlung zu begeben. Und ich würde sagen, es gibt jetzt keine harten Kriterien, ab wann das notwendig ist, aber vielleicht immer dann, wenn man für sich selber denkt, ich komme allein nicht weiter und es geht mir nicht gut und ich möchte gerne, dass sich was verändert und dazu brauche ich Hilfe. Das ist immer dann ein guter Ausgangspunkt. Ja, vielen Dank für die vielen Fragen aus dem Chat, Frau Hennigin. Eine letzte Frage von mir noch, Frau Dr. Altherr. Damit kommen wir auch zum Anfang unseres Gesprächs zurück. 2019 die Abteilung hier gegründet, seit 2 Jahren jetzt in Betrieb. Sie sind die Chefärztin hier. Welche Entwicklung soll das Ganze nehmen? Was haben Sie sich vorgenommen für die Zukunft? Oh, wir sind erstmal sehr zufrieden mit dem, wie es jetzt im Moment ist. Ich glaube, das darf ich schon sagen. Und wir freuen uns, dass es so gut angenommen wird in der Region und dass wir so viele positive Rückmeldungen bekommen, sowohl von den Patienten selber, aber auch von den Behandlern. Wir freuen uns, dass es ein Team ist, wo es Spaß macht zu arbeiten und wo auch die Mitarbeiter gerne sind. Ich denke, das kann ich schon so sagen. Sagen wir, für die Zukunft möchten wir einfach das, was wir jetzt schon haben, noch ein bisschen weiter ausbauen. Also wir wollen es noch schöner machen, noch angenehmer hier zu sein. Wir wollen vielleicht noch mehr gucken, was können wir noch für Angebote geben und brauchen wir vielleicht noch ein bisschen Schwerpunkte. Wir haben auch noch ein bisschen Platz, wir können auch noch wachsen und mehr Patienten aufnehmen. Und die Frage ist, was können wir im Rahmen dessen, was uns auch erlaubt wird, vielleicht noch den Patienten anbieten, um sie unterstützen zu können. Wir würden gerne so diesen Bereich Mutter-Kind-Behandlung noch ein bisschen ausbauen, da haben wir noch Platz. Und wir haben ein besonderes Anliegen, Menschen auch ein Angebot zu geben, die vielleicht in dem Sinne keine psychische Erkrankung haben, aber die seelisch belastet sind, weil sie körperliche Erkrankungen haben. Das ist etwas, finde ich, was relativ noch nicht so, wo es noch nicht so viele Angebote gibt. Da gibt es die Reha-Kliniken, aber das sind ja andere Kostenträger und wenn man vielleicht aus dem Erwerbsleben schon ausgeschieden ist, dann wird man da möglicherweise auch nicht genommen werden. Und wir wollen Menschen vielleicht helfen, die gar nicht mal unbedingt psychisch krank sind, aber die vielleicht psychische Symptome haben, weil sie an körperlichen Erkrankungen leiden, zum Beispiel Krebs oder Herzkrankheiten, Diabetes, da gibt es ganz, ganz viel. Und ich denke, da können wir auch viel anbieten, weil wir ja auch die somatischen Abteilungen im Haus haben und wir können uns da gut vernetzen und können so, glaube ich, ein schönes Angebot machen für diese spezielle Gruppe. Ja, prima, vielen Dank. Damit sind wir auch fast schon am Ende. Es wäre also jetzt Zeit, ein Fazit zu ziehen. Wenn Sie jetzt mal kurz zusammenfassen würden, was kann der Einzelne tun, also so ganz praktische Tipps für den Alltag, was kann der Einzelne tun, um mit Belastungsstörungen besser umzugehen, sich davor zu schützen, einfach resilienter zu werden? Was ist da Ihr Tipp als Ärztin? Ja, da kann ich einiges vorschlagen. Also sehr wichtig erscheint mir so dieses Thema Selbstfürsorge. Also immer so zu gucken, was brauche ich hier und jetzt, was ist jetzt für mich wichtig und auch zu schauen, wo bekomme ich es her und mir das auch zu gönnen. Also Selbstfürsorge kann ja auch mal Fürsorge für die anderen sein, aber es geht halt oft auch ein bisschen darum, sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen. Und das andere, was Resilienz fördert von alledem, was ich so jetzt mal in der Theorie erzählt habe, ich würde eine kleine Übung mal eben vorschlagen. Und das wäre, versuchen wir uns mal vorzustellen,
ich traue mich jetzt nicht, eine genaue Jahreszahl zu sagen, aber versuchen wir uns mal vorzustellen, die ganze Corona-Epidemie ist Pandemie ist vorbei und das liegt alles hinter uns. Und wir blicken auf die letzten Monate, Jahre, was auch immer es sein mag, zurück. Und versuchen Sie mal, das sich vor Ihrem geistigen Auge vorzustellen. Es ist vorbei und ja, jetzt fragen Sie sich, womit habe ich möglicherweise in den letzten Jahren zu viel Zeit verbracht? Worüber habe ich mir möglicherweise zu viel Gedanken gemacht? Und jetzt kommt vielleicht, was habe ich möglicherweise in den letzten Jahren zu wenig gemacht? Womit habe ich mich möglicherweise zu wenig beschäftigt und was habe ich zu kurz kommen lassen? Und jetzt denken Sie sich, wenn ich jetzt zurück zum 1. Juli 2021 gehe, was würde ich denn dann, wenn ich es nochmal durchleben könnte, von jetzt ab anders machen? Ja, das ist eine kleine Übung, die vielleicht jedem so ein bisschen selber dazu hilft, zu gucken, was er braucht und was ihm gut tut. Wir haben jetzt ganz viele Menschen, ja, die das bereits machen wahrscheinlich. Frau Heinemann, was können Sie denn als Tipp, als Ratschlag so unseren Zuschauern mit auf den Weg geben? Singen, singen, singen. Ja, und da ist so mein Ausblick auf die Zeit nach der Corona-Restriktion. Ich wünsche mir sehr, dass wir das, was wir eigentlich auch gerne wollen, das Singen hier ganz besonders auch etablieren können. Es gibt ja auch die Initiative Singende Krankenhäuser, die das als Netzwerk das Singen in Gemeinschaftseinrichtungen fördert. Und das Schöne daran ist, dass es wirklich um Gemeinschaftsbildung geht, um umhüllen, um geborgen sein, um auch aufnehmen in eine Gruppe. Das ist eine gute Möglichkeit, wenn neue Patienten ankommen, in der kleinen Singgruppe die schon direkt einzubinden. Und da freue ich mich einfach drauf, wenn das möglich sein wird. Und ich hoffe, dass wir als Abteilung oder als Haus dann auch die Auszeichnung bekommen werden. Also selbst tun und das, was man sowieso tun würde, ja, also das ist, wenn man Angst hat in den Keller, als es noch Keller gab, so richtig dunkle Keller, dann hat man gesungen, ja, und dann hört die Angst auf. Das hat neurobiologische Erklärungen, aber man tut es einfach, ohne drüber nachzudenken, was da passiert. Also mein Rat ist singen, mehr singen. Ja. Ja, dann wünsche ich Ihnen beiden sehr viel Erfolg hier bei Ihrer Arbeit und vielen Dank für das motivierende, kenntnisreiche Gespräch, Frau Dr. Altherr, Frau Heinemann. Und damit sind wir am Ende unseres Livestreams. Falls Sie noch weitere Fragen haben, können Sie sich natürlich auch an das Klinikteam wenden, Fragen, sei es zur Behandlung oder zur Resilienz. Weitere Informationen finden Sie auf der Klinik-Homepage, die hier unten eingeblendet ist. www.asklepios.com/germersheim. Jetzt bleibt mir nur noch mich von Ihnen zu verabschieden, Ihnen eine gute Zeit zu wünschen und bleiben Sie vor allem gesund.